Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe YouGov, Opinio und die Google Umfragen. So, nur mal nebenbei am Rande, wem das interessiert, womit ich hier die ganzen Videos über mein Handy aufnehme, und zwar das ist, wie ihr seht, dieser AZ Screen Recorder. Den das interessiert, der kann auch gerne in die Kommentare schreiben, zum Beispiel, er ja, macht mal ein Video. Oder vielleicht habt ihr ja sogar noch andere Apps, die das genauso gut können oder vielleicht sogar noch besser. Wenn ja, dann schreibt uns einfach. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Umfragen-Apps. YouGov. Dazu habe ich mal ein gesondertes Video schon gemacht. Und momentan ist es so, dass es sich hier auch schwierig gestaltet, mal wieder Umfragen zu bekommen. Ab und zu kriege ich dann halt mal eine Meldung dazu. Momentan habe ich 500 Punkte. Die kann man spenden. Entweder 50 € Auszahlung bei 25.000 Punkte oder 50 € Amazon-Gutschein auf 25.000 Punkte. Kommen wir jetzt zur Google Umfragen-App. Da bin ich momentan nur bei 8 Cent und ich warte jeden Tag, dass ich dann mal eine Umfrage bekomme, um dann mal irgendwie weiterzukommen. Ja, und deshalb macht das auch gar keinen Sinn, jetzt für diese Google Umfragen-App ein gesondertes Video zu machen. Das macht keinen Sinn. Wie lange wird das Video dauern? Hallo, mein Name ist Enrico. Willkommen bei den Testpiloten. Hier ist die Google Umfrage-App. Tada, keine Umfrage. Herzlichen Glückwunsch. Von daher gestaltet sich sehr schwierig. So, kommen wir jetzt zu Opinio. Dazu habe ich auch nochmal ein gesondertes Video gemacht. Das verlinke ich auch alle drei in den Kommentaren, damit ihr euch das mal angucken könnt. Und momentan, ja, bin ich bei 1,07 € Level 5. Und das Schöne daran, es geht wenigstens voran. Und auf jeden Fall schneller wie die anderen Apps. Was ich natürlich sehr gut finde, ist, man kann jederzeit im Level aufsteigen. Und jetzt zum Beispiel von Level 4 auf Level 5 habe ich 50 Coins bekommen. Das heißt, das ist auch wieder bares Geld. Sind zwar bloß ein paar Cent, aber mein Gott, je höher man steigt, desto mehr gibt es ja, und desto mehr Möglichkeiten hat man und desto bessere Umfragen kommen auch unter anderem. Aber wie gesagt, da habe ich schon das Video gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Und außerdem, wenn ihr natürlich Erfahrungen damit gemacht habt, dann teilt sie gerne, schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. So, die drei Apps, Google Umfragen, warten, 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 bis man dann endlich mal was machen kann. YouGov auch warten. Nicht so lange wie bei Google, aber Opinio ist momentan, also von diesen dreien, auf jeden Fall bei mir auf Platz 1. Da kann man, wenn mal keine Umfragen dabei sind, dann kann man trotzdem sich die Punkte sammeln, indem man nur Fragen beantwortet, im Level steigen und so weiter. Also im Prinzip jetzt die momentane Rangfolge, wenn man sich jetzt die drei Apps nimmt, ist natürlich Opinio Platz 1, dann kommt YouGov 2 und auf 3 Google. Und ich weiß ja nicht, wie sind eure Erfahrungen? Teilt sie gerne mit uns, das würde uns wirklich sehr interessieren. Vielleicht habt ihr auch bessere Alternativen, zum Beispiel Sachen, Umfragen, Apps oder Apps, wo man Geld verdienen kann, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, die wir auch noch gar nicht getestet haben. Ich meine, wir haben schon viele Kommentare bekommen, die geschrieben haben, testet mal das und das, finde ich super. Einwandfrei, das erleichtert uns auch natürlich das Suchen, und ich finde es auch schön, wenn da Interesse da ist. Und ja, schreibt es einfach rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dieses kurze Infovideo, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Kommentare sind immer gern gesehen. Negative wie positive. Bis demnächst.